Die palästinensische Autonomiebehörde hat die Zerstörung von Schulräumen in Ostjerusalem durch Israel verurteilt. Der Bau der zwei einzeln stehenden Klassenräume im überwiegend von Beduinen bewohnten Dorf Abu Nuwar war von der Europäischen Union und mehreren Nichtregierungsorganisationen gefördert worden. Israelische Behörden erklärten, die Gebäude seien illegal errichtet worden. Ein Drittklässler sagte: Sie wollen nicht, dass wir lernen. Immer wenn wir Klassenräume bauen, kommen sie und machen sie kaputt. Wir bauen auf, sie zerstören. Nach palästinensischen Angaben führten von israelischen Sicherheitskräften abgeschirmte Bauarbeiter den Abriss durch. Es sei der fünfte Abriss dieser Art auf dem Schulgelände seit 2016. Immer wieder hätten Anwohner mit Hilfe der EU und anderen Organisationen den Wiederaufbau gewagt. Das Gebiet hier ist vom Siedlungsbau bedroht. Siedlungen umgeben es von allen Seiten und sie wollen weitermachen. Sie stehlen das Land, um Jerusalem zu umschließen. Im Westjordanland und Ostjerusalem leben rund 600.000 israelische Siedler. Aus Sicht der internationalen Gemeinschaft sind alle israelischen Siedlungen illegal und behindern eine Friedensregelung mit den Palästinensern. Israel beruft sich bei seinem Vorgehen auf fehlende Baugenehmigungen. Die Palästinenser wollen auf dem Gebiet einen unabhängigen Staat mit Ostjerusalem als Hauptstadt errichten.